Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von OpenTX Weekly. Beziehungsweise mittlerweile kann man ja schon fast sagen EdgeTX Weekly. Und da möchte ich euch zwei neue Features zeigen, die dann in die Version 2.7 Einzug halten werden. Ich habe die mittlerweile schon in meiner Firmware drin, wieder ein bisschen angepasst in der deutschen Version. Ihr könnt euch das wie immer von meiner GitHub-Seite dann auch ab jetzt herunterladen, zunächst für die RadioMaster TX16S, aber für die anderen Sender kommt das natürlich auch dann noch dazu, nur im Moment eine Frage der Zeit. Okay, Punkt 1 betrifft das Gas. Ich habe Gas hier mal jetzt auf der linken Seite und wir sind es ja gewohnt als Schiffsmodellbauer, praktisch den Knüppel in der Neutralposition haben wir Gas 0, bewegen wir nach oben, haben wir vorwärts, bewegen wir nach unten, haben wir dann rückwärts. Die Flieger machen das anders. Die Flieger haben Gas 0 hier unten, denn sie haben ja keinen Rückwärtsgang und benutzen den vollen Knüppelweg für den Schub. Ja, und so ist dann auch die Gaskontrolle zu verstehen, die ihr alle schon kennt und die, über die ihr euch vielleicht auch schon mal geärgert habt. Also wenn man hier etwa den Gasalarm einschaltet und hat das Gas nicht in dieser Nullposition für die Flieger, sondern beispielsweise in der Nullposition für die Schiffsmodellbauer. Und wenn wir jetzt einschalten, ich mache das mal virtuell, dann bekommen wir den Gasalarm, obwohl eigentlich alles in Ordnung ist. Es wäre jetzt ja wünschenswert, dass wir einen Gasalarm haben, den wir einstellen können, welcher Gaswert denn genommen werden soll. Und das ist jetzt die Neuerung, die wir tatsächlich machen können. Wir können also jetzt hier in der Modellkonfiguration angeben, auf welche Position dann das Gas gesetzt werden soll oder erwartet wird, wenn der Sender eingeschaltet wird. Wir sagen dazu hier Custom Position. Ach, da sehe ich gerade noch eine Übersetzung, die ich vergessen habe. Das muss ich nochmal nachziehen, wird also auch kommen. Das können wir hier also anklicken und dann können wir also hier eine Gasposition setzen. In dem Fall passt das für uns, für Funktionsmodellbau schon. Die Position 0, das ist also in der Mitte. Die Fliegerposition wäre dann ja hier unten minus 100%, wird ja auch hier angezeigt. Aber die Schiffsmodellbauerposition ist dann hier in der Mitte bei der 0. Ja, und wenn wir jetzt den Sender nochmal virtuell ein- und ausschalten, dann kriegen wir den Gasalarm nicht. Wenn ich natürlich jetzt hier zum Beispiel Vorwärtsschub gebe und schalte jetzt nochmal ein, dann bekommen wir den Gasalarm, weil wir als Custom-Wert hier 0% angegeben hatten. Ich kann natürlich auch genau das eingeben, was ich haben möchte. Ich habe jetzt hier zufälligerweise 48%, den Wert nehme ich jetzt einfach mal und trage das hier unten ein, damit ihr seht, dass das also auch funktioniert hier. Okay, jetzt schalte ich den Sender wieder virtuell aus und ein und dann bekomme ich diese Warnung nicht. Wenn ich jetzt wieder auf 0 gehe beispielsweise und schalte wieder virtuell aus und ein, dann habe ich die Warnung, dass erwartet wird, dass ich hier auf 48% stehe. Aus welchen Gründen auch immer. Also das könnt ihr jetzt konfigurieren, wie ihr möchtet. Das sollte ich vielleicht gerade nochmal wieder zurücknehmen, denn ich möchte euch noch ein anderes Feature zeigen. Erstmal setze ich das hier wieder auf 0. So. Und das andere Feature, was ich euch zeigen möchte, ist die Checkliste. Die Checkliste kennt ihr schon.
Da wird eine Textdatei angezeigt als Checkliste, wenn ihr in das Modell hineinwechselt. Das machen wir jetzt gerade mal. Ich schalte den Sender wieder virtuell aus und ein. Und dann bekomme ich hier diese Checkliste angezeigt. Also Sichtkontrolle soll ich durchführen. Ich soll kontrollieren, ob die Akkus geladen sind und ob die Akkuspannung vom Sender in Ordnung ist. Und wenn ich damit zufrieden bin, wenn ich alles gemacht habe, dann kann ich hier mit Return da wieder rausgehen. In einer echten Welt oder in der echten Fliegerei ist es natürlich so, dass diese Checkliste nicht einfach nur gelesen wird, sondern es wird ja ein Double-Check mit dem Co-Piloten gemacht, der das dann verbuchen muss. Und das kann man jetzt hier auch machen mit einer sogenannten verpflichtenden Checkliste. Dann gehen wir auch nochmal zu diesem Menüpunkt runter. Das ist jetzt hier dieser Punkt. Verpflichtende Checkliste. Es kann sein, dass der Name dieses Menüpunkts sich in Zukunft nochmal ändern wird, aber ihr findet den auf jeden Fall in dieser Position. Ja, und wenn wir das jetzt machen, schalte den Sender wieder virtuell aus und ein, dann bekomme ich hier so noch einen Cursor davor angezeigt und als erstes soll ich eine Sichtkontrolle durchführen und das bestätige ich mit Druck hier auf den Enter-Button, also auf das Scrollrad bei der TX16S, und dann wird das hier abgehakt und dann komme ich zum nächsten Menüpunkt, zum nächsten Punkt der Checkliste vielmehr, kann ich auch abhaken und so weiter, bis ich dann durch bin, und wenn ich den letzten abgehakt habe, drücke ich noch einmal drauf und dann bin ich also tatsächlich im Modell drin. Das Ganze ist ganz einfach eine Textdatei. Diese Textdatei ist auf der SD-Karte drauf. Wie vorher auch schon, da gibt es eigentlich gar keinen Unterschied. Und zwar befindet sich diese Textdatei unter Models. Und zwar heißt sie dann so wie das Modell mit der Endung .txt. Und da stehen einfach die Zeilen drin. Es kann sein, dass sich dieses Format vielleicht in Zukunft nochmal ändern wird, dass man hier vielleicht ein Plus nochmal einfügen muss für eine verpflichtende Kontrolle. Das wird sich noch zeigen im Laufe der Entwicklung der Version 2.7, aber momentan ist es mal so. Und also auf diese Art und Weise werden alle Zeilen, die hier drin stehen, zu verpflichtenden Einträgen, die man einzeln abhaken muss. Das ist jetzt vielleicht für die Funktionsmodellbauer ich kann mir vorstellen, dass das da auch von Interesse ist, um zum Beispiel zu verhindern, dass ein Kran in einer beliebigen Position sich befindet und wenn man das Modell einschaltet, erfährt in die Nulllage, dass dann irgendwas anderes abgerissen wird, hat man alles schon gesehen, das kann damit vielleicht dann doch verhindert werden. Ja, das waren zwei kleine Neuerungen, die ich euch noch zeigen wollte für die Phase der Entwicklung von EdgeDX 2.7. Danke fürs Zuschauen und bis demnächst.